die Sache mit dem NC. Doch wie funktioniert das eigentlich? In manchen Studiengängen ist die Anzahl der Studienplätze begrenzt. Ein Beispiel: Ein Studiengang hat 80 Studienplätze. Allerdings bewerben sich weitaus mehr Personen, als Studienplätze vorhanden sind. In einem solchen Fall muss die Universität entscheiden, wer einen Platz bekommt und wer nicht. Und das geschieht im Auswahlverfahren. In Hessen ist dieses Auswahlverfahren so geregelt, dass 20% der Plätze durch die Wartezeitquote vergeben werden und 80%, also die restlichen Studienplätze, durch das Auswahlverfahren der Hochschule. Im ersten Schritt überprüft die Universität, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen Platz gemäß der Wartezeitquote erhalten kann. Alles, was eine Bewerberin oder ein Bewerber in der Zeit seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung gemacht hat, gilt als Wartezeit. Das Einzige, was nicht als Wartezeit zählen würde, ist, wenn man in dieser Zeit an einer deutschen Hochschule studiert hätte. Als Kriterium für die Vergabe der Studienplätze kann die Universität die Note der Hochschulzugangsberechtigung, beispielsweise die durchschnittliche Abiturnote der Bewerberin oder des Bewerbers, nehmen. Die Bewerberin und die Bewerber werden entsprechend ihre Abiturnote sortiert und in eine Rangreihe gebracht. Die Abiturnote der Bewerberin oder des Bewerbers, der eine Zulassung für den letzten Studienplatz bekommen hat, gilt als Grenzwert des Auswahlverfahrens, den sogenannten NC. Aber kein Grund zur Sorge, viele Studienplätze werden nach der Vergabe wieder frei, da nicht jeder seinen oder ihren Studienplatz annehmen wird. Frei werdende Studienplätze können zu einem späteren Zeitpunkt im Nachrückverfahren vergeben werden. Bewerberinnen oder Bewerber, die zunächst leer ausgegangen sind, erhalten gemäß ihrer Rangfolge nun doch eine Zulassung. Der NC-Grenzwert kann sich durch das Nachrückverfahren noch enorm verschieben. Somit kann deine Chance auf einen Studienplatz deutlich höher sein als anfangs gedacht. Wenn du noch weitere Fragen rund um das Thema Studieren hast oder an einem Studium an der Justus-Liebig-Universität interessiert bist, gehe einfach auf Ask Justus oder kontaktiere unsere zentrale Studienberatung.